Schönen guten Abend. Mein Name ist Rainer Hammerschmidt und ich bin von Aktion Freie Stadt Angst, einem Datenschutzverein hier in Berlin. Und wir wollen uns heute unterhalten über sichere Messenger, ein Thema, was ja leider notwendig ist, da eben die Messenger, die so allgemein eben üblich sind, wie WhatsApp und ähnliches, uns ganz schön in die Bredouille bringen, werden wir gleich nochmal genauer untersuchen. Ich möchte kurz nochmal unseren Verein vorstellen. Wir sind seit 2009 ein eingetragener gemeinnütziger Verein in Berlin und hervorgegangen sind wir aus dem Kampf gegen die Vorratsdatenspeicherung. Vielleicht erinnern sich einige von Ihnen, dass wir 2007 und 2008 große Demonstrationen hier in Berlin hatten, an deren Gestaltung wir eben auch beteiligt waren. Die Vorratsdatenspeicherung war ja ein Angriff auf unser Kommunikationsverhalten. Alle unsere Anrufe oder Kommunikation übers Internet wurde aufgezeichnet von wann bis wann und mit wem. Und das war natürlich verfassungswidrig, wie so viele andere staatliche Eingriffe in unsere Privatsphäre auch. So gab es zum Beispiel kurz danach die Novelle des BKA-Gesetzes, wo der Lauschangriff auf private Wohnungen eben drin war. 8 Jahre später hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, war nichts, unzulässig. Genauso mit der Vorratsdatenspeicherung, die ist dann schon 2010 verboten worden. Beratungsresistent, wie unsere Regierungen über die Zeit immer waren, haben wir dann auch erlebt, dass dann einfach eine VDS 2.0 kam, die allerdings sehr schnell wieder verboten wurde. Gut, das ist nicht unser Thema, sondern Kommunikation eben sicherer zu machen. Das wollen wir dann auch praktisch üben, indem wir nachher einen von den von uns vorgeschlagenen Messengern einfach mal installieren und ausprobieren. Da Sie ja heute sehr zahlreich erschienen sind, können Sie das dann also auch gleich live ausprobieren und wir werden Sie dann natürlich dabei unterstützen, das zu installieren. Kurzer Rückblick nochmal, warum das nötig ist. Gut, das VDS, also Vorratsdatenspeicherungsgesetz, hatten wir schon erwähnt. 2013 kamen dann die Enthüllungen von Edward Snowden dazu. Das heißt, er hat uns was über PRISM, also kein Gefängnis, sondern PRISM, erzählt. Ein Programm, was die Geheimdienste der USA, also die NSA und die CIA, benutzen, um wirklich die Kommunikation auch inhaltlich zu verfolgen. Und zwar weltweit. Die haben dafür auch extra in Utah ein riesen Rechenzentrum gebaut und das konnte jahrelang nicht in Betrieb gehen, weil es in der Gegend gar nicht genug Wasser gab, um die Geräte zu kühlen. Also ungeheuerliche Anlagen, die da errichtet wurden. Gut, der Edward Snowden hat dann seine Enthüllung damit bezahlen müssen, dass er nun im Exil in Moskau lebt, weil die USA ihn suchen und wahrscheinlich genau wie eben Julian Assange, der im Augenblick in London im Gefängnis sitzt und auf seine Nicht-Auslieferung in die USA wartet, der wird in den USA mit 175 Jahren Haft bedroht dafür, dass er eben als Whistleblower tätig war. Also Sachen, die die Öffentlichkeit wissen sollte, eben an die Öffentlichkeit gebracht hat. Gut, Edward Snowden ist übrigens inzwischen unser Ehrenmitglied. Wir haben ihm geschrieben über seinen Rechtsanwalt und er hat das Angebot angenommen. Wir begrüßen ihn also weiterhin seit mehr als 10 Jahren inzwischen als unser Ehrenmitglied. Gut, also wir wissen das alles, was geschieht. Aber wie können wir uns dagegen wehren? Wir haben festgestellt, wir
haben die Angriffe durch den Staat, also Vorratsdatenspeicherung, BKA-Gesetz, Chat-Kontrolle ist das Neueste, was in der EU kommen soll, auch die Fingerabdrücke und Gesichts-, also das biometrische Foto im Ausweis und im Pass, sind Sachen, die wir eben nicht gut und sinnvoll finden, weil erstens fälschbar, zweitens hackbar. Das auch nachdem eben das biometrische Foto in Ausweis und Pass drin war, gab es eben Angriffe von Hackern, die nachweisen konnten, dass es also mit leichten Mitteln möglich ist, die Papiere auszulesen. Das ist ja ein RFID-Chip, der eben auf eine Entfernung von einem halben Meter oder so durch Geräte eben lesbar ist. Und ja, die Verschlüsselung, sie ist ja vorhanden, aber die nützt natürlich nichts, weil die an den Grenzen müssen ja die Polizisten eben auch diesen Schlüssel lesen können. Das heißt, es sind also keine besonders guten Schlüssel. So, nun haben wir noch ein anderes Problem, nämlich die Unternehmen, die im Internet groß geworden sind, also Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, Big Five nennt man sie auch, die inzwischen allein durch ihre Größe eben ein Umsatzvolumen haben. Da ist so eine Tabelle, da haben wir also Hunderte von Milliarden an Umsatz. Das heißt, das ist bei Google über 600 Milliarden, das ist mehr als der Bundeshaushalt. Und das heißt, diese Konzerne haben inzwischen eine Macht, die größer ist als die von Staaten. Und wenn die diese Macht eben zu unseren Gunsten ausüben würden, könnte man drüber hinwegsehen, ist leider nicht so, denn die verdienen mit unseren Daten eben ihr Geld. Also Facebook zum Beispiel in seinem Messenger WhatsApp, der eigentlich ist der Besitz, den ja fast jeder hat auf seinem Handy, weil die Verwandten das auch wollen oder eben die alle Bekannten das rundherum haben. Aber da muss man sich ja nicht drauf einlassen. Wir haben festgestellt oder kann man ganz einfach eben nachprüfen, nach der Datenschutzgrundverordnung muss ich jeden, dessen Daten ich weitergebe, fragen, ob er damit einverstanden ist. Und ich frage in die Runde hier, glauben Sie, dass Sie von jedem, der in Ihrem Adressbuch drinsteht oder dessen Telefonnummer bei Ihnen im Handy gespeichert ist, dass Sie von dem eben wirklich die Genehmigung haben, seine Daten weiterzugeben? Und Facebook nimmt sie sich einfach. Also im, weiß ich, Viertelstundentakt wird das Adressbuch ausgelesen und gespeichert. Die Daten werden ausgewertet, verkauft, es werden Personen, Profile angelegt und jo, damit sind wir dann alle gläserne Bürger. Und das wollen wir natürlich in unserem Verein möglichst erstens erklären, zweitens möglichst verhindern. Mit dem Verhindern haben wir natürlich Probleme, weil wir als kleiner Verein da nicht durchdringen und selbst die Großen, also sagen wir mal die EU, der EuGH, der Europäische Gerichtshof, hat Facebook mehrmals verurteilt wegen solcher Sachen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das Schrems-Urteil bekannt ist. Das war eine lustige Geschichte. Der Max Schrems, also Österreicher, hat sich bei Facebook angemeldet, WhatsApp benutzt, hat also den AGBs zugestimmt, hat dann nebenbei heimlich eine Firma gegründet, die eben bei Facebook sich angemeldet hat, sie möchte Daten kaufen, und dann hat er seine eigenen Daten gekauft und konnte nachweisen, dass er die eben gekriegt hat, obwohl eben Facebook ja angeblich datenschutzkonform arbeitet. Der Prozess ging eben durch bis zum Europäischen Gerichtshof und Facebook wurde verurteilt. Folge leider so gut wie gar nichts, also die üblichen Strafzahlungen, Bußgelder, aber an dem Verhalten hat sich wenig geändert. Nun gibt es inzwischen eben andere Urteile und auch inzwischen ein paar europäische Gesetze, die uns schützen, also wie zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung. Aber ja,
Die Konzerne machen einfach weiter und denken sich irgendwie einen neuen Trick aus, um das zu umgehen. Gut. Ja, da gibt es zum Beispiel noch die Fälle, eben die Deutsche Bahn zwingt uns inzwischen beim Fahrkartenverkauf zur Abgabe einer E-Mail-Adresse oder einer Telefonnummer. Ich kann also nicht mehr anonym mit der Bahn reisen. Wenn ich bei der Post ein Paket abholen will, ist es inzwischen so, dass die Paketstationen nicht mehr ihren Bildschirm haben, an den ich eben meinen Code, den ich auf der Karte bekommen habe vom Briefträger, eingeben kann, sondern ich muss eine Post-App oder DHL-App benutzen und dann das Handy dagegen halten. Das heißt, wir nennen das Zwangsdigitalisierung. Wir werden immer mehr gezwungen, Dienste zu benutzen, die wiederum unsere Daten missbrauchen. Auf unseren Webseiten gibt es ja inzwischen ungefähr 8500 Artikel, die brauchen Sie nicht alle zu lesen, aber Sie können zum Beispiel mal suchen nach Datenverlusten, nach Datenskandalen oder nach Datenpannen. Das passiert ja auch oft, dass eben irgendwelche Unternehmen ihre Daten nicht ausreichend geschützt haben und die ja, von Hackern erbeutet werden. Eventuell, also schlimmstenfalls so, dass die Datenbasis des Betriebes eben verschlüsselt wird und der Betrieb dann den Hackern auch noch ein Lösegeld bezahlen muss dafür, dass er seine Daten wieder zugreifbar bekommt. Aber die Daten sind eben auch weg und können im Darknet oder sonst wo unter den Hackern verkauft und ja, missbraucht werden. Also über, weiß ich, den Enkeltrick oder andere Sachen brauche ich Ihnen ja nichts zu erzählen. Das steht auch in allen Zeitungen, dass wir ständig eben Opfer von solchen Angriffen werden. Einfach dadurch, dass wir in irgendeiner Mail auf einen Link geklickt haben und uns irgendwas eingefangen haben, was dann von den Hackern missbraucht wird. Und die Hacker sind eben nicht nur Kriminelle, das können eben auch staatliche Dienste sein. Also wir können uns gerne mal hier angucken, wie das eben einem ägyptischen Journalisten erging, der innerhalb von 2 Minuten gehackt wurde. Es dauert 2 Minuten. Es ist der 22. Juni 2021. Um 14 Uhr und 33 Minuten klickt der ägyptische Exilpolitiker auf einen Link, den er über WhatsApp erhalten hat. 120 Sekunden später ist Predator in sein Smartphone eingedrungen. Still und heimlich verschafft sich die Software Zugang zu allen Inhalten, greift auf Fotos und Kontakte zu, aktiviert Kamera und Mikrofon und verwandelt das Gerät in einen mächtigen Spion. Gut, dann schauen wir uns doch mal unsere Messenger an, die wir so haben. Ach, eine Frage vielleicht vorher noch. Was ist denn überhaupt ein Messenger? Wir kennen auf jeden Fall Mail. Das ist ja zwangsweise, dass wir das eben benutzen, einfach weil uns Behörden und Firmen und weiß ich, beim Kauf im Internet uns eine Bestätigungsmail geschickt wird und so weiter. Das heißt also, Mail wäre ein Messenger. Das heißt, wir können darüber Nachrichten austauschen mit Einzelpersonen oder auch über eine ganze Liste von Adressen eben an mehrere. Gut, also ein Messenger ist ein Programm, mit dem Nachrichten ausgetauscht werden können. Das heißt also eins zu eins, ich mit irgendjemand anderen, ich in einer Gruppe oder eben ich an die Öffentlichkeit. Das wäre dann sowas wie Twitter. Das ist ja bei Politikern zurzeit sehr beliebt oder jetzt im Augenblick gerade wieder weniger beliebt, weil eben der Herr Elon Musk nach dem Kauf von Twitter eben das erstens umbenannt hat und zweitens seltsame Geschäftsgebaren eben da gezeigt hat. Wird ja auch so sein, dass Twitter oder X in Zukunft eben was kosten wird. Gut, das Kosten an sich ist nicht schlecht, wenn wir uns Mail-Anbieter angucken. Wenn wir eben hier Google Mail machen oder
Gmail, Google Mail oder bei Apple, dann wissen wir, dass unsere Daten eben bei denen sind. Wenn wir hier in Deutschland denken an web.de, GMX oder sowas, dann behaupten die zwar immer, das wäre eben deutsches Internet und sicher und sonst was. Nichtsdestotrotz kontrollieren die unsere Mails natürlich auch auf Schadprogramme, aber vielleicht eben auch auf Inhalte, die sie gut verkaufen können. Also wir müssen auf jeden Fall mit einer Inhaltskontrolle rechnen. Da gibt es ja auch Beispiele, dass Leute eben irgendwie was ja, über eine bevorstehende Schwangerschaft oder so geschrieben haben in ihrer Mail und prompt haben sie ein paar Tage später oder ein paar Stunden später eben Mails bekommen über Windeln und weiß ich was, Wickeltische. Das heißt, also die Inhalte werden da auch mitgelesen. Google kann man die normale Mail auch verschlüsseln mit PGP. Das hat uns der Phil Zimmermann eben 1985, 86 beschert und das ist bis heute eben ein sicheres Verfahren. Und wenn Sie Thunderbird zum Beispiel als Mail-Client benutzen, dann ist die Verschlüsselung damit drin. Auch verschiedene Mail-Provider bieten das an, also zum Beispiel mailbox.org oder posteo.de. Die sind erstens vertrauenswürdig, weil klein und nicht weil sie klein sind, sondern weil sie sich wirklich deshalb gegründet haben, um eben eine vertrauensvolle und sichere E-Mail anzubieten. Und da können Sie auch im Browser eben ein Add-on, beim Firefox-Browser ein Add-on dazu laden und dann Ihre Mails auch verschlüsseln. Gut, nur ist Mail eben wie gesagt aus den 80er Jahren und damit eben nicht auf dem Stand der Dinge und alle Leute schauen eben nach WhatsApp. Gut, was gibt es denn da? Da gibt es eine Liste, die können Sie nachher hier auf dem Zettel auch alle mitnehmen. Für alle unsere Zuschauer zu Hause gibt es das natürlich alles auf unserer Webseite. Wenn Sie also aufrufen a-fsa.de, das ist ein Kurzlink zu unserer Webseite, und dann einen Schrägstrich und MESS dahinter schreiben, MESS, alles klein, dann kommen Sie genau auf diesen Zettel und da stehen so einige Messenger drauf. Da sehen wir die Liste. Gut, es fängt nun leider gerade mit einem an, der nicht interoperabel mit allen ist, aber falls Sie eben nur auf Desktops arbeiten, dann wäre Bitmessage eine Möglichkeit. Ich sollte vielleicht vorher noch mal erklären, was die beiden Spalten bedeuten. Also die erste Spalte bezeichnet, ob der ob dieser Dienst einen Server benötigt. Das heißt, es gibt oder es sollte Dienste geben, und es gibt sie auch, die eben gar keinen Server benötigen, sondern die wirklich Peer-to-Peer heißt es auf Englisch dann, eben wirklich von mir zum Empfänger gehen, ohne irgendwelche Server zu besuchen. Das ist die erste Spalte. Da gibt es also ein paar Pluszeichen, bei denen das der Fall ist. Und dann gibt es noch eine zweite Spalte. Da steht eben das Tor-Netzwerk oben drüber. Tor ist die Abkürzung für The Onion Router, also so ein Schalen-Router. Ein Router kennen Sie wahrscheinlich, das ist Ihr Modem, was bei Ihnen zu Hause auch rumsteht. Von Ihrem Router geht es dann zum nächsten Router beim Provider, Telekom oder was auch immer Sie haben, und dann weiter irgendwann zum Empfänger. Und ja, von Router zu Router werden natürlich die Datenpakete mit IP-Adressen, also mit irgendwelchen Nummern beschriftet, und anhand dieser Nummer lässt sich natürlich auch herausfinden, wo dieses Paket hergekommen ist. Das heißt, Ihre IP-Adresse wird gespeichert und eventuell an den Empfänger weitergegeben. Und gut, das heißt, der weiß dann, dass Sie dessen Seite angesurft haben, oder gut, dass er ihm, wenn Sie ihm eine Nachricht schicken, dann weiß er es auch, weil er die hoffentlich bekommen hat. Wenn
sie nicht wollen, dass der Empfänger also weiß, dass sie auf seiner Seite surfen, dann sollten sie ein virtuelles privates Netzwerk, VPN, Virtual Private Network, benutzen oder über das Tor-Netzwerk gehen. VPN-Dienste sind in der Regel kostenpflichtig und um die Kosten einzusparen, lohnt es sich eben das Tor-Netzwerk zu benutzen. Das heißt, Ihr Paket geht, wie wir hier sehen, über verschiedene Punkte im Netz und ja, der Empfänger sieht die IP-Adresse des letzten Knotens, aber er sieht nicht, woher das Paket gekommen ist. Das heißt, Ihre IP-Adresse bleibt geheim. Das ist also die eine Sache, wo wir unsere Privatsphäre schützen. Und das andere ist die Tatsache, dass wir natürlich möglichst den Inhalt unserer Kommunikation auch verschlüsseln. Gut, alle die, die jetzt hier auf der Liste stehen, die sind verschlüsselt. Das heißt, die Pakete werden bei Ihnen auf dem Rechner verschlüsselt und gehen dann Ende zu Ende bis zum Empfänger und erst da werden sie entschlüsselt. Übrigens ein ganz wesentlicher Unterschied zu einem Produkt, was sich die Bundesrepublik mal ausgedacht hatte, nämlich DE-Mail. Vielleicht erinnern Sie sich noch, dass die Post das anbieten musste oder auch getan hat für einige Jahre, aber dann festgestellt hat, dass sie keine Kunden bekommt und hat den Dienst wieder eingestellt. Das sollte angeblich eben auch eine verschlüsselte Mail-Kommunikation ermöglichen. Die war mit dem PGP von dem Phil Zimmermann umsonst hinbekommen. Das war dann das Angebot der Post oder von der Telekom eben für gegen Geld. Die E-Mail hatte nur einen entscheidenden Nachteil, nämlich die E-Mail wurde verschlüsselt, zum nächsten Knoten geschickt, dort entschlüsselt, dann wurde geguckt, ob da Spam oder irgendwelche Trojaner oder sonst was drin sind, dann wurde es wieder verschlüsselt und zum nächsten geschickt und so weiter bis zum Empfänger. Und das ist nicht das, was wir uns vorstellen unter verschlüsselter Mail-Kommunikation. Gut, jetzt aber endlich zur Liste. Schauen wir an. Breyer, mit Breyer fängt es an. Breyer ist sehr empfehlenswert, hat allerdings ein Sicherheitsfeature, was ein bisschen schwer zu benutzen ist. Das heißt, Sie müssen mit allen Ihren Kommunikationspartnern sich persönlich getroffen haben. Und dann haben Sie wenn Sie Breyer eingerichtet haben, haben Sie eben einen Schlüssel, Ihre ID und die können Sie weitergeben an andere, indem Sie eben diesen QR-Code eben dem anderen Handy vorzeigen und dann akzeptiert das Breyer von dem anderen Handy dessen Adresse und dann machen Sie es umgekehrt und schon können Sie miteinander kommunizieren und kein Mensch auf der Erde kann das mitlesen. Problem ist eben, Sie müssen sich getroffen haben. Gut, das war erstmal die Liste und wir wollen uns eigentlich jetzt weiter mit Session beschäftigen. Warum gerade Session? Wie gesagt, Sie können gerne was anderes nehmen, ausprobieren. Alles, was hier in der Liste steht. Die Einrichtung geschieht auch ähnlich, nur hat natürlich jede App eben immer ihre Besonderheiten und sieht eben manchmal anders aus und man muss sich damit erst zurechtfinden. So, wenn wir uns jetzt vornehmen, Session zu installieren auf unserem Gerät, können Sie auch parallel eben jetzt einfach versuchen, solange Sie hier jetzt WLAN oder Netzzugriff haben. Gut, dann gehen wir eben auf die entsprechenden Webseiten. Das geht einmal, indem wir einfach zum Hersteller selbst gehen. Das ist die Seite getsession.org. Und da haben wir die Auswahl, wie wir sehen, eben für die verschiedenen Desktop-Betriebssysteme, also Windows, Mac, Linux oder wir können dort auch das .apk-File runterladen, also die Version, die ich auf einem Android-Handy installieren kann.
Handys oder Smartphones haben natürlich auch die Gelegenheit, eben direkt auf die Play Stores zu gehen, also auf den Google Play Store, auf den Apple Store. Beim Android haben Sie noch die Möglichkeit, eben einen freien Store zu benutzen, nämlich den hier, F-Droid. So, im nächsten Schritt, wenn wir die App auf dem Gerät haben, können wir sie starten. Dann werden wir als erstes gefragt, dass wir eine Session-ID, also unsere eigene Identifikationsnummer, anlegen müssen. Die sieht dann zum Beispiel so aus. Das ist nicht so richtig handlich. Gut, wir wissen ja, dass die Passwörter auch immer länger werden. Früher hat man gesagt, eben 4 Zeichen oder 6 Zeichen, dann waren es 8 Zeichen. Das ist inzwischen innerhalb von einer Minute knackbar. Wir sind jetzt ungefähr bei, naja, 12, 14, möglichst 16 Zeichen. Ja, gut, das heißt, diese Session-ID, das ist meine ID, unter der ich angesprochen werden kann, also mir eine Nachricht geschickt werden kann. Die muss also irgendwie zu den Menschen gelangen, die mit mir kommunizieren wollen. Das Problem können wir so lösen wie auch in Breyer, indem wir eben hier auf dieses Icon mit dem QR-Code-Symbol drücken und dann wird uns unsere Session-ID angezeigt als QR-Code. Den können wir dann eben einem anderen Session-Besitzer vorzeigen und der fügt das dann ein als neuen Kontakt. Und schon sind wir beide in der Lage, miteinander zu kommunizieren. Wenn er mir dann eine Nachricht schickt, da brauche ich noch gar nicht mal seinen QR-Code vorher abgescannt zu haben. Wenn er mir eine Nachricht schickt, kommt die bei mir an und ich habe die Möglichkeit auszuwählen, annehmen oder ablehnen. Und gut, das heißt also, wenn ich nicht weiß, von wem das kommt, dann sollte ich es ablehnen. Ansonsten akzeptiere ich es und dann weiß ich, dass ich mit diesen Menschen eben verschlüsselt und sicher kommunizieren kann. Jetzt gibt es, wenn ich bei der Installation bin, hier bei Fortsetzen, noch einen Hinweis, nämlich meine Recovery Phrase. Also ein Satz, mit dem ich meine Session wiederherstellen kann, wenn das Gerät kaputt gegangen ist und ich auf einem neuen Gerät bin oder ich ja, was gibt es noch für Gründe? Ich weiß nicht. Also im Wesentlichen, wenn man auf einem neuen Gerät eben das Session neu installiert und eben seine alten Nachrichten nicht verlieren will, dann sollte man sich diese Recovery-Phrase irgendwo speichern. Natürlich an sicherer Stelle und zwar sollte sie nicht eben mit irgendwelchen Mail-Programmen oder auch nicht mit Session weiterschicken, weil natürlich derjenige, der diese, weiß ich was, sind 8 bis 10 Worte hat, der kann mein Session sich angucken und oder nachmachen. Das wollen wir vermeiden. Gut, aber damit war aber die Installation schon abgeschlossen. Jetzt kann ich nur noch dann suchen nach weiteren Kommunikationspartnern und dann kann es losgehen. Hier oben sehen wir noch das Symbol mit dem Telefonhörer. Inzwischen ist telefonieren, also Sprachchat über Session Standard. Gut, und damit haben wir Session installiert und können es benutzen. Gut, dann bedanke ich mich und hoffe, dass das auch weit benutzt wird und zumindest mehr benutzt wird als unverschlüsselte Mail. Schönen Dank.